Mein Name ist Anne Bambauer. Ich bin Beauftragte der STO-Stiftung für Deutschland. Ich melde mich heute aus Tel Aviv, dem boomenden Wirtschaft- und Kulturzentrum Israels. Mit dem Bauhausjubiläum in 2019 rückt auch die Weiße Stadt hier im israelischen Tel Aviv wieder in internationale Beachtung. Entstanden ist die Stadt in den 30er und 40er Jahren durch jüdische Architekten, die im Zuge der Nationalsozialisten oder der Machtübergreifung der Nationalsozialisten aus Deutschland fliehen mussten. Viele von ihnen haben in den Bauhauszentren in Dessau, Weimar und Berlin gelernt und haben so diesen Stil mit in diese Weiße Stadt gebracht. Es betrifft 4000 Gebäude, die mittlerweile zum Kulturerbe der UNESCO gehören. Die deutsche Bundesregierung unterstützt den Erhalt des historischen Erbes, unter anderem mit dem Errichten eines Kompetenzzentrums für Architektur und Denkmalschutz. Das ist das Max-Liebling-Haus, wo ich stehe. Die Fassadenarbeiten dafür wurden von Maler- und Stuckateur-Azubis geleistet, von Deutschen, die wir zusammengebracht haben mit Israelis. Und unterstützt wurde das Ganze von der STO-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Amt für Bundesbau, die unsere Bundesregierung vertritt. Aber jetzt gehen wir da mal rein und schauen uns das Ganze an. Die erste von vier Gruppen junger deutscher und israelischer Handwerker startete am Sonntag, den 24. März, an der Fassade. Der Zahn der Zeit hat deutliche Spuren hinterlassen. Putzabplatzungen zum Beispiel und tiefe Risse in der Fassade. Sie werden im Team fachmännisch und denkmalgerecht saniert. Du warst auch die ganze Zeit dabei, von Sonntag an? Ja. Habt ihr angefangen? Wie war es für dich? Ist es deine erste so große Baustelle? Meine erste, alles zusammen. Aber wirklich gut, ich habe viel gelernt. Sie sind professionell. Ich hatte viel Glück gehabt, dass ich halt 5 Tage mit ihm Mentor. Ja, ein Mentor. Quasi. Ja. Es gibt keine Ausbildung in Israel, oder? Nicht wirklich. Nee. Du musst zu einem Profi versuchen zu erkennen oder und dann kannst du ein bisschen lernen nach ein bisschen Zeit. Aber so wie geht in Deutschland haben wir nicht. Möchtest du im Handwerk bleiben? Möchtest du weitermachen? Ja, ich denke, ja. Das macht dir weiter. Spaß? Ja, viel Spaß. Die letzte Crew auf dem Gerüst sind 7 Malerfachschüler aus ganz Deutschland. Sie geben der Fassade ihr ursprüngliches Gesicht zurück. Damit ist die äußerliche Sanierung des Max-Liebling-Hauses abgeschlossen. Wie sieht Sharon Golan, Leiterin des Projektes White City Center, diese Sanierung? Also dieses Haus ist wie ein Prototyp für alle anderen Häuser der Moderne, die in Tel Aviv stehen, finde ich. Es ist ein Haus, das unter strengem Denkmalschutz steht und symbolisiert für mich eigentlich die Essenz der Moderne in Tel Aviv. Okay. Es wurde gebaut 1936 von einem sehr bekannten israelischen Architekten, Dov Carmi. Und vor allem, es verbindet auch Deutschland mit Israel, weil da drin ganz viele deutsche Einwohner wohnten. Also es waren Ärzte hauptsächlich, deutsche Ärzte. Es wurde Deutsch gesprochen in dem Haus. Und jetzt mit unserem deutsch-israelischen Projekt White City Center kreieren wir eine Art von Plattform, in der wir auch Austausch machen zwischen Deutschland und Israel und ein bisschen auch so in die Geschichte schauen, um die Zukunft noch besser zu machen eigentlich.